27:32, Tobias Karlsson, unser Kapitän, heute bei mir. Erstmal Glückwunsch. Einmal durchatmen und Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Zufrieden? Fragezeichen? Dass wir im Halbfinale sind, ja. Aber mit der Leistung heute überhaupt nicht. Woran lag's denn? Also beim Hinspiel habt ihr noch mit 9 Toren Unterschied gewonnen, habt ihr aus der eigenen Halle gefegt und heute in der Campushalle ging nicht viel. Sind die so viel stärker geworden oder? Das denke ich nicht. Ich denke, das lag alles an uns und unsere Köpfe und unsere Leistung. Lag es möglicherweise auch mit harten Wochen, die hinter euch liegen, lag es auch da dran? Vielleicht, das wird ja, das weiß noch keiner, das ist schwer zu sagen, aber ich würde nicht sagen, dass es vom Reisen und eine harte Woche kommt, sondern ich würde sagen, dass wir müssen das schon besser schaffen können als heute. Okay, abhaken, Halbfinale ist gepackt und jetzt steht der nächste große Gegner an gegen Magdeburg. Da müsst ihr, glaube ich, nicht nur eine Schippe drauflegen. Nee, schon ein paar Schippe noch. Also das wird ein hammerhartes Spiel, wie jedes Spiel in der Bundesliga. Und ja, das haben wir ja heute gesehen, dass wenn wir nicht richtig da sind, dann wird es hart. Okay, wir drücken die Daumen, wir freuen uns alle wieder begrüßen zu dürfen am Dienstag, wenn es heißt SG gegen Magdeburg. Noch stehst du hier in dem Trikot, im Viertelfinal-Trikot. Das soll aber jetzt bald jemand anderes bekommen. Andrea ist richtig. Andrea ist bei mir. Und Tobias, du hast dein Trikot letztes Jahr schon gespendet. Für was? Erzähl's ganz kurz. Für den Frauennotruf in Flensburg. Für den Frauennotruf in Flensburg. Andrea ist die Chefin, die leitet das Ganze, wenn ich richtig informiert bin. Andrea, erzähl ganz kurz, was macht ihr, wofür kommt dieses Trikot, was ihr versteigern werdet, zugute? Ja, also der Frauennotruf Flensburg ist eine Beratungsstelle für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und das Trikot und das Versteigern davon ist, wir müssen jedes Jahr fast 20.000 Euro an Spenden zusammensammeln. Und dafür ist das ein Teil und wir sind extrem froh, dass damit unsere Arbeit sozusagen aufrechterhalten werden kann. Wir sind auch froh, Tobias ist auch froh, dass er helfen kann. Also, Trikotübergabe macht ihr dann hinter den Kabinen. Habe ich schon gemacht. Alles klar. Musst du jetzt nicht ausziehen. Wunderbar. Vielen Dank, unser Kapitän Tobias Karlsson.